Ich versuche mal ein bisschen konkreter zu werden. Also ein großes Thema ist zum Beispiel vegan leben. Was bedeutet vegan leben? Ich ernähre mich seit 5 Jahren ungefähr vegan und seit 2 Jahren versuche ich in jeglicher Hinsicht vegan zu leben. Und dieser Weg hat mein Leben in jeglichem Bereich so positiv verändert. Und ich möchte euch einfach auf meinem Weg, auf dieser Reise teilhaben lassen, alles mit euch teilen, wo stehe ich gerade. Ihr habt bestimmt viele Fragen auch dazu und beantworte euch dazu gerne auch ganz, ganz viel. Wie hat das mein Leben verändert? Jetzt kommt wieder das Thema Bewusstsein. Wo steckt eigentlich überall Tierleid? Einfach so ein paar Fakten mit euch auch zu teilen und ein paar Tipps und Anregungen zu geben, wie man dem entgegenwirken kann und wie man sich vielleicht auch auf diese Reise machen kann, die ich angefangen habe. Und da möchte ich gerne aber auch über gesellschaftskritische Themen mit euch sprechen. Also die heutige Gesellschaft und Strukturen, in der wir leben, zu verstehen, zu hinterfragen, wie ich mich selbst dort einordne und meinen Platz da hoffentlich irgendwie finde, um ein glückliches, freies und erfülltes Leben zu leben. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu dem Ursprung und zu mir selbst zu finden. Bewusstsein über mich selbst zu erlangen. Also ich lese zum Beispiel gerade auch das Yoga Sutra, wo das Ur-Yoga, die eigentliche Philosophie hinter dem Yoga erklärt wird. Und ja, ihr seht, es ist alles sehr umfangreich. Ich habe ganz viel in meinem Kopf und es ist ganz anders, als es mal war. Und gerade bei all diesen Themen freue ich mich auch darauf, wenn wir einen Weg finden, wie wir wirklich richtig in den Austausch gehen können. Ich meine Gedanken teilen kann, aber auch von euch Anregungen bekommen kann. Das Schöne und Befreiende für mich ist, dass ich mich nach niemandem mehr richten werde. Ich möchte einfach immer mir selber treu bleiben. Ich möchte das mit euch teilen, was mich beschäftigt, wovon ich glaube, dass es für die Zuschauer und Zuhörer einen Mehrwert bieten kann. Also jeder entscheidet natürlich selber, was er mit all dem, was ich hier teile, machen möchte. Und das ist das Wunderschöne daran. Wir alle sind frei. Und das fühle ich so sehr. Und ich freue mich einfach darauf, diese Reise mit all den Menschen weiterzugehen, die das jetzt irgendwie spannend und interessant finden und ja, diesen neuen Content von mir mitverfolgen möchten. Und bin gespannt, wer dabei bleibt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und ich glaube, jetzt habe ich erstmal ganz viel erzählt. Es werden bestimmt auch viele Fragen kommen. Ich glaube, ich mache ganz bald auch mal so ein Fragen- und Antwort-Ding mit.